Wir sollten mal nachgucken, was aus unserer Quest geworden ist, nicht wahr? Okay, da kommen wir einfach nur zurück, nehme ich an. Da kommen wir gar nicht durch. Und in die Richtung? Kommen wir auch gar nicht. Okay, dann war es das auch schon. Ich dachte, man könnte da noch am Rand langlaufen, aber scheinbar nicht. Dann... Genau, ich wollte ja noch dieses, Flug-Pokémon. Da ist es. Go, Electrita. Fight. Scratch. So. Jo, nicht sehr effektiv, weil wir haben ein Blitz-Pokémon. Praktisch. Back. Sollte klappen, oder? Sehr schön. Kein Spitzname, werde ich sowieso wahrscheinlich nicht in mein Team reinnehmen. Obwohl ich weiß ja nicht, wie die Weiterentwicklungen aussehen. Ich kämpfe jetzt einfach mal. Einfach nur, um Level Up und so zu machen. Oder ich gehe erstmal, um mein Liebes-Pokémon zu heilen, bevor es hier besiegt wird. Das wäre nämlich recht unangenehm. Schön. Dann gucke ich mal hier oben. Wie ist den beiden denn? Ach. Nebeneinander, nicht gegenüber. Ich weiß nicht. Wenn man nebeneinander sitzt, gucken sich nicht an. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wenn sie sich gegenüber sitzen würden, dann würden sie sich halt angucken. Aber andererseits sind sie dann eben näher aneinander. Ich weiß es nicht so genau. Er hätte nicht gedacht, dass das Mädchen ihn mögen würde, aber sie kam. Ah, interessant, okay. So detailliert wollte ich es gar nicht wissen, wie es zwischen euch läuft. Sonderbonbon, das ist cool. Entschuldigung. Meine Let's Plays sollten nicht von, naja, minderjährig, was heißt minderjährig? Von, sagen wir mal, ab 12, sag ich mal. Das ist so das, was ich... behaupten würde, ist das, was ich mindestens erwarte. Normal und Flug. Pickup. Es hat Pickup als Effekt. Das ist cool. Okay, Store. Yep. So, Pokédex. Kann ich mal nachgucken. Es ist an vierter Stelle. Das hier kommt an siebter. Okay, natürlich zwei Weiterentwicklungen, wie üblich. Hamster hat eine Weiterentwicklung. Budsheep hat zwei. Das kann man hier raus entnehmen. Okay. Super. Ich finde, die Mütze sieht ein bisschen so aus, als hätte er eben eine... Also wenn er zur Seite guckt, also der Typ hier, der da steht, als hätte jemand ihn vor... hätte ihn ein Vogel vorne auf die Stirn gekackt. So ein bisschen. So ein großer weißer Fleck. Naja. Ich habe einfach eine ganze Menge Fantasie. Okay, hier können wir später mal surfen. Im Moment können wir hier nicht viel machen. Ja. Dann spreche ich mal mit dem alten Herrn hier. Okay. Gehen wir mal in total fremde Häuser. Das ist ja bei Pokémon grundsätzlich angesagt. Dieses kleine Mädchen will also auch eine Krankenschwester werden. Hm.
War das nicht mal so, dass bei Pokémon irgendwie alle Leute in der Familie die gleiche Haarfrisur hatten? Also Haarfrisur, die gleiche Frisur. Okay. Und irgendwie alle den gleichen Beruf haben wollten, weshalb in allen möglichen Pokémon-Centern irgendwie alle genau gleich aussahen. Okay, er hat wieder die seltsamen Fußspuren gefunden, die übliche Ausrede. Ah, das ist also das Mädchen, das wir treffen sollen, okay. Ja, sie holt jetzt eben ihr Pokémon. Okay. Das ist also eine gute Freundin von unserer Mutter und eben die Mutter von diesem hübschen Mädchen, was uns da gerade entgegenkam. Also, wie hübsch eben ein verpixeltes Mädchen im Pokémon halt sein kann. Ja, ein sehr hübschen Strand. Was hat die denn gerade gemacht? Okay. Das ist, was ich meinte. Also bei Pokémon kann man ja grundsätzlich überall reinlaufen, die man glücklich ist. Da kommt man überall rein. Der Junge, der uns die Quest gegeben hat, der hat es quasi bewiesen. So. Was mir auch gerade auffällt, ist, dass man das Pokémon nicht irgendwie unten abgeschnitten sieht, sondern komplett. Finde ich soweit ganz cool. Hihi, ist es nicht sehr effektiv, aber zieht dennoch ordentlich was. Fällt mir gerade auf. 3 KP. Okay, wir haben es aber schon auf die Hälfte runter, ist uns aber nicht, also. Ist noch alles super. 3 KP pro Angriff. Na, schade. Okay. Ich gehe gerade so ein bisschen zu der Musik ab. Jetzt überlege ich gerade, sollte ich ein Webcam-Video dazu fügen zum Spiel? Ja oder nein? Ich habe jetzt mir kürzlich eine Webcam besorgt. Das Spiel ist ja sowieso nicht im Originalformat, wie es letztendlich auf YouTube ist. Es ist ja 1024x768. Das ist ja nicht gerade das übliche Format, deswegen würde man wahrscheinlich sowieso einen abgeschnittenen Rand sehen. Und da wäre durchaus Platz für eine Webcam. Ich versuch's mal eben, dieses Pokémon hier zu besiegen. Und wir sind weg. Okay. Sultry Town. Das da oben ist das Labor. Glaube ich zumindest. Ah ja, genau dahin sollten wir jetzt ja, glaube ich auch. Weil da dieses Mädchen ihr Pokémon bekommt. Oder? Achso, ich dachte, wir sehen hier vielleicht noch, wie das Pokémon. Wir begegnen diesem Mädchen nochmal. Schade, dann wohl nicht. Dann können die wahrscheinlich einfach nur weitergehen. Ja. Und wir werden angegriffen von Hamster.
was ein bisschen irritierend ist, weil hier bei der Tastatur habe ich eben rechts, oben, unten, links, rechts, also quasi das Steuerkreuz und links eben die Tasten, mit denen ich eben, also das, was beim Gameboy eben AB und die üblichen XY entsprechen würde, beziehungsweise nicht Gameboy, sondern eben DS. Und das irritiert mich, weil das quasi genau die anderen Seiten sind wie beim DS. Das heißt, ich möchte, wenn ich A drücken möchte, immer irgendwo rechts irgendwas machen, aus Gewohnheit. So. 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 Brenne. Ne, das meinte ich ernst. Brenne. Okay. Hallo? Brenne. Brenne. Auf meiner Glut. Schade. Naja, will's nicht. Irgendwie auch nachvollziehbar. Sehr schön. Level 4. Okay. Und es ist wieder dieser Vogel. Ja. Ich tausche mal wieder. So. Dann hat Elecritter zumindest ein bisschen was gemacht. So. Glut. Ich hoffe, die letzte Entwicklung von Elecritter sieht zumindest halbwegs cool aus. Also natürlich ist das Aussehen nicht das relevanteste bei Pokémon. Die müssen natürlich auch gute Attacken haben und so, aber so ein bisschen achtet man ja schon drauf. So. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Das sind dann doch schon recht viele. Run! Lauf! Ja, dann heilen wir mal wieder unsere beiden Pokémon. Yep. Ich habe natürlich noch mein Sonderbonbon. Aber ich glaube, die hebe ich mir grundsätzlich. Also ich denke immer, ich heb mir die mal auf für später irgendwann, wenn ich es mal wirklich besser brauchen könnte. Zum Beispiel, wenn die Pokémon höhere Level haben, dann braucht man sowieso mehr EP, deswegen lohnt sich das quasi dann mehr. Das sind die Damen, haben wir mit der schon gesprochen? Ah ja, haben wir schon, okay. Also das denke ich mir jedes Mal, aber letztendlich mache ich es dann irgendwie doch nicht. Naja, nee. Wir wollen jetzt ja in diesen Wald, genau. Das sieht man nicht so richtig, ne? Man sieht nicht so richtig. Können wir jetzt endlich... Warum nicht? Ach, gehen wir einfach in Ehren. Ja, na gut. Was könnten wir... Sollten wir dieser Ella doch noch folgen? Guck ich mal eben. Ob, okay. Also ich hätte gedacht, dass sie in dieses Labor geht. Moment mal, wir müssen da oben lang, oder? Da ist doch die Abkürzung, ja. Ich muss mir diese Musik merken. Könnte ich vielleicht nochmal als grundsätzliche Playlist für andere Spiele nutzen. Hier ist auch nichts und niemand. Hier auch nicht. Hier?
auch nicht. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Was steht jetzt genau an? Mit dem Typen haben wir schon geredet. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen. Vielleicht gucke ich nochmal ein Video nach, was die Ella da genau gesagt hat. Vielleicht habe ich da irgendwas überlesen. Ach, unsere Mutter hat ein Geschenk für uns. Okay. Ah, okay. Endlich. Ja, okay, dann können wir uns auch endlich mal die Region mal angucken, wie die genau aussieht. Pokégear. Map. Und eine Jukebox. Geil. Okay. iPoke. Wahrscheinlich kann ich mir dann selber irgendwelche Lieder reinmachen, wie ich glücklich bin. Okay. Exit. Okay, das ist cool. Aber naja, okay. Ich mache an dieser Stelle mal eine Aufnahme. Stopp. Und speichere mal eben. Super. Dann. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.